befinde mich hier in Brüssel, wo zurzeit mal wieder Bauernproteste stattfinden und zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren direkt vor das EU-Parlament gefahren sind, um ihren gewaltigen Unmut kundzutun. Und sie haben recht damit, denn die EU treibt die Bauern, sie treibt die heimische Landwirtschaft regelrecht in den Ruin und zerstört dabei auch noch den europäischen und österreichischen Markt. Angefangen mit dem Green Deal, mit den Sanktionen, mit den hohen Energie- und Produktionskosten, mit diesem Renaturierungsgesetz, mit der Biodiversitätsstrategie und nicht zuletzt der Zollfreiheit für ukrainische Produkte. Denn seit diesem Beschluss wird der europäische Markt regelrecht mit billigem Getreide aus der Ukraine überschwemmt. Getreide, das nicht unseren hohen Standards gerecht wird. Getreide, das oft gentechnisch verändert oder pestizidbelastet ist. Denn in der Ukraine sind noch zahlreiche Pestizide in Anwendung, die in Österreich schon seit Jahrzehnten auch verboten sind. Und durch dieses billige Getreide wird der Preis in Österreich regelrecht um 60-70% nach unten gedrückt. Und wir haben Bauern mittlerweile, die zum Beispiel den Roggen aus dem Vorjahr verbrennen müssen, weil sie es sich eben nicht mehr leisten können, ihn zu verkaufen. Weil das wirtschaftlich rentabler ist, die Ernte zu vernichten, um dann in weiterer Folge das Lager wieder für das nächste Jahr eben zu leeren. Und das Absurde daran ist, dass die EU diese Getreidelieferung aus der Ukraine auch noch mit rund 2 Milliarden Euro fördert. Mit diesen sogenannten Solidarity Lanes, wie sie die nennen. Und auch Österreich zahlt mit rund 30 Millionen Euro. Man fördert sozusagen den eigenen Todesstoß für die heimischen Bauern. Und dazu kann ich nur noch sagen, so dumm muss man einmal sein. Wir wollen uns selbst versorgen können. Es geht auch um Ernährungssouveränität in dieser Debatte. Und es ist zu einem gewissen Grad auch absurd, wenn wir überall darüber diskutieren, wie Europa, wie Österreich unabhängiger werden kann, insbesondere in der Energieversorgung, Stichwort Russland, und gleichzeitig zuschauen, ja sogar fördern, dass unsere Ernährungssouveränität regelrecht zerstört wird und wir von Importen immer abhängiger werden. Teil unserer umfassenden Landesverteidigung ist auch eine wirtschaftliche und darunter fällt auch die Verknappung von Gütern zu verhindern. Und genau das findet nicht statt. Wir wollen unsere Ernährungssouveränität, wir wollen einen Stopp dieser Sanktionen, wir wollen auch einen Stopp dieses irrationalen Umwelt- und Klimafanatismus, den wir erleben, der unsere Industrie, unsere Wirtschaft, unsere Landwirtschaft und vor allem unsere Bauern ruinieren.